Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge Pokémon TCGO. Ich weiß, gestern kam kein neues Video, aber ich und meine Partnerin, wir haben gerade so viel Stress auf Arbeit oder mit der Arbeit, weil wir beide früh raus müssen und lange arbeiten und danach ist einfach nicht mehr viel los. Und ja, deswegen kam gestern kein Video, ich hatte gestern einfach keine Zeit, aber jetzt mache ich einfach noch schnell eins. Und mache deswegen ein Opening, heute nur ein Opening, weil es bei uns gerade mal kurz vor 6 Uhr früh ist und ich hier niemanden belästigen will, mit dass ich irgendwie rumschreie und ich das auch nicht versuchen will, etwas zu spielen, wo ich mich versuche zurückzuhalten, weil, naja. Deswegen haben wir jetzt 16 Booster Packs zur Verfügung und wir gucken einfach mal, was da drin ist. Wir fangen mal mit dem Stunde der Wächter an. Das ist, glaube ich, das älteste Pack. Wir schauen einfach mal, was da drin ist. Okay. Also, wir haben eine Wasserenergie, ein Alola Vulpix, ein Scharnierer, ein Lilminip, ein Undratytox, ein Macholo, ein Platscherhügel, ein Skorkrow, ein Mondscheinpodium, ein Stadion, ein Alola Georock in Reverse, okay, und ein Lunala. Das habe ich tatsächlich auch schon. So. Gucken wir doch mal dann buntendlich gleich gesehen. Da haben wir 3 Stück. Okay, eine Feenenergie, ein Laukaps, ein Alola Slimer, ein Fineon, ein Onix, ein Flumschlick, ein Commandutan, ein Duokless, ein Bidifoss, ein Stravickel in Reverse und ein Kamerupt in Normal Rare. Okay, das habe ich tatsächlich selber in Real Life noch nicht. Da habe ich nur die Vorentwicklung des Kamaup. So, nächstes Pack. Stahlenergie. Ein Rotom. Ein Litomit. Wieder ein Laukaps. Ein Alola Slimer. Ein Fineon. Einmal Schlummerhain. Wenn ein Pokémon schläft, wirft sein Besitzer zwischen den Zügen 2 Münzen anstelle von einer Münze. Für jeden speziellen Zustand. Wenn ein oder beide Münzen Zahl zeigen, schläft jenes Pokémon weiter. Oh, also muss ich zweimal Kopf werfen. Oh, ist er behindert. Relikant. Blaus Taktik. Ja, blau heißt nicht mehr Gary, ja, sondern er ist blau. So. Eine Reverse Rare Amphira. Ziemlich nice. Das Artwork habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Und ein Mega Zubiros und Despotar GX Tag Team. Mit Giriger Zamalma, 4 Unlicht und eine normale Energie, wenn ein Pokémon GX oder Pokémon EX deines Gegners durch Schaden dieser Tage kampfunfähig wird, der hat eine Preiskarte mehr. Okay. Ach, hast du 210 Schaden, ist auch okay. Und dann noch die Gigafall GX. Auch 4 Unlicht und eine normale Energiekarte macht 250 Schaden. Wenn dieses Pokémon mindestens 5 extra Energien angelegt sind, zusätzlich zu den Kosten dieser Attacke, lege die obersten 15 Karten des Decks deines Gegners aus seinen Ablagestapel. Boah, krass. Die Karte habe ich tatsächlich auch schon in echt. gezogen. Aber sehr cool. Eins haben wir noch. Okay. Psychoenergie. Kamaup. Dartignis. Onix. Dartigri. Magnetilo. Vesprit. Qualelu, ein Pokémon Labor, ein FM in Reverse und ein Matrifol in Normal Rare. Sehr schön. Habe ich tatsächlich auch schon alle in Real Life gezogen. Ich weiß gar nicht. Also zumindest normal. Ich weiß nicht, ob ich FM in Reverse habe. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon gezogen.
So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch Sturmmann für Moment, Echo des Donners oder schimmernde Legenden. Wir machen mal Echo des Donners auf. Viermal. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, ich musste gestern zum Betriebsarzt. Oh, und ich hatte meinen Impfausweis verlegt. Das heißt, ich hatte Gott sei Dank das Schreiben für meinen letzten Betriebsarztbesuch noch bei, so musste ich nicht mehr alles nachholen. Aber ich habe auch einen neuen gekriegt, ist alles cool. Aber ich habe in meinem rechten Arm erstmal eine Hepatitis A-Impfung gekriegt. In meinem linken so eine Vierer-Kombi aus Keuchhusten, Tetanus und was weiß ich noch alles. Ich glaube Röteln oder Masern oder irgendwie sowas. Und dann haben die mir im linken Arm auch noch Blut abgenommen. Ey, mir tun diese Stellen so weh. Ne? Also da, wo die Impfung war. Nicht Blutabnahme ist alles cool, aber da, wo die Impfungen waren. Und sobald ich auch nur irgendwie einen Muskel anspanne in dem Arm, tut das so dermaßen weh. Das ist echt nicht schön. Ja. Aber gucken wir mal. Kampfenergie. Voltila. Alola Vulpix. Ein Hunduster. Ein Venikro Ultrabestie. Lavita. Ein Lamelux, das habe ich selber auch noch nicht. Okay, aus Bubungus. Mhm. Gedächtnisenergie habe ich auch noch nicht. Diese Karte liefert eine Normalenergie. Das Pokémon, in das diese Karte angelegt ist, kann die Attacken aus vorangegangenen Entwicklungen einsetzen. Ah ja. Brauchst aber halt nur, wenn ich... Okay. Bannsticker habe ich auch noch nicht. Das Psycho-Pokémon. Oh Gott. Entschuldigung. Wenn das Psycho-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, durch den Schaden einer Attacke deines Gegners kampfunfähig wird, lege 4 Schadensmarken beliebig auf die Pokémon deines Gegners. Ah. Ein Reverse Flamethrower mit Attacke Gainer. Ja. Und ein Lantern. Lantern habe ich, aber das Artwork habe ich zum Beispiel noch nicht. Das sieht aus, als wäre das überschwanger, ey. Der Illustrator ist Ken Sugimori. Ken Sugimori, was haben sie sich denn dabei gedacht? Sieht übelst schwanger aus. Hm. Nicht so ein schönes Artwork. Auf jeden Fall. So. Eine Kampfenergie. Ein Famicula. Ein Pepek. Ein Hapspross habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Evoli. Warmpel. Feenschmuck. Psycho. Habe ich schon. Lamelux. Auch Kara habe ich auch noch nicht. Ein Hunduster in Reverse und ein Alola Snobbly Cut. Tomokotsu Kazu? Tomokazu. Kumiya, auch komisches Artwork. Mann, was sind das für Artworks hier? Fällt mir auch nicht so wirklich. Dieser Tag erfügt 30 Schadenspunkte weniger. Mal der Anzahl der an das aktive Pokémon deines Gegners angelegten Energien zu. Oh. Was ist das denn für eine Scheißattacke? Ich meine, klar, dafür brauchst du halt selber keine Energie ranlegen. Weil hier nichts ist, ne? Aber. Oh. Hm. Na gut, gucken wir mal das nächste. So, eine Steuerenergie. Ein Dedenne. Ein Knirrfisch. Ein Pepek. Ein Schneckmack. Ein Snubbull. Ein Kecleon. Ein Latenecto, ein Zubiris, ein Reverse, Phlegmon und ein Agricella. Habe ich auch, ich glaube sogar in Wasser. Es gibt es auch nochmal in Psycho, das habe ich nicht, aber das in Wasser habe ich auf jeden Fall. Ich darf mich nicht so viel ablehnen, ey, das tut sofort weh, Mann. Okay, also, Stahlenergie. Rokara, wie gesagt, habe ich selber noch nicht gezogen. Hauptspross auch noch nicht. Pachirisu, Merrill, Warmpel, ein Trompec, cooles Artwork, Professor Linz Vorlesung, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Pokémon mit 60 KP oder weniger, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck, joa, Feenschmuck Psycho, Voltilam Reverse und ein Granbull, das habe ich auch noch nicht. Okay, schimmernde Legenden, 6-mal. Guck mal doch. Zack. Was wir da haben. Eine Unlichtenergie. Ein Flohnschlag. Ein Minun. Ein Felilu. Ein Ignivor. Ein Flammeau. Ein Krüppuk. Ein Ramot. Ein Kleopatra. Ein Reverse Zurukex. Und
Ein Shaman in Holo. Habe ich tatsächlich alle schon, so wie sie hier sind. Vielleicht nicht immer in Reverse, aber ich glaube schon, Zurückkicks habe ich so oft schon gezogen. Das ist keine seltene Karte in dem Set. So. Feuerenergie. Minun. Fililu. Ignivor. Flammeow. Knitz. Ein Hyperball. Ein Impegator. Wieder ein Irokex. Eine Energie zu gewinnen in Reverse. Und wieder ein Shaman in Holo. Okay. Noch eins. So, wir haben eine Feenenergie, ein Golbit, ein Fililu, ein Plasse, ein Flumschneck, ein Minun, ein Krupuk, ein Ramot, ein Kleopatra, ein Tyrokok in Reverse und ein Shaman in Holo. Alter, wollen die mich verarschen? Kann ich jetzt auch bitte was anderes ziehen? Okay, also Feenenergie. Bisasan, Bamelin, Plasse, Mizunder, Zorukex, Kleopatra, Elektroball, Superball, ein Reverse, Ramot und ein schimmerndes Arceus oder Arceus, wie man es auch ausspricht. Arceus vielleicht. Fähigkeit sagenhafte Verteidigung. Solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, verhindere einen Schaden, der dem Pokémon auf deiner Bank durch Attacken des Gegners zugefügt wird. Schöne Fähigkeit. Und normale Attacke ist Ultimativpfeil mit 4 normalen Energien. Diese Attacke fügt jedem Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte zu. Ah ja. Auch schön. So, gucken wir mal weiter. Und ich meine nicht mehr ein schimmerndes Shaman. So, eine Feenenergie. Ein Baldorfisch. Ein Tyrakrok. Ein Zorukex. Mizunder. Plasse. Superball. Pokémon-Fänger. Eine Doppel-Farblos-Energie. Eine Reverse-Holo. Eine Reverse, oder? Ist das Reverse-Holo? Weiß ich nicht. Kampfenergie und einmal Shadow und Holo. Das habe ich auch. Sogar zweimal. Ich glaube, Last Pack. Ja, Last Pack aus Schimmernde Legenden. So. Eine Blitzenergie. Ein Zerua. Bisaknosp. Quotel. Minun, Rasana, Hyperball, Schadenstransporter, Lily, ein Reverse Minun und wieder eine Entei-GX. Ich glaube, eine Entei-GX hatten wir schon mal gezogen. Ich weiß es nicht. Aber folgende Attacken: Glühen, eine Feuer, eine Normal, macht 50 Schaden. Feuerzahn, zweimal Feuerenergie in eine Normal mit 100 Schaden. Und das aktive Pokémon meines Gegners ist jetzt verbrannt. Und die tapfere Brand GX. Zwei Feuerenergien, eine normale. Diese Attacke fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 150 Schadenspunkte zu, wenn der Schwächenresistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Okay. Schöner Abschluss auf jeden Fall. Aus diesem Set. So, und jetzt zweimal Sturm am Firmament. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Okay, wir haben eine Unlichtenergie, ein Tunnel, ein Kindwurm, Weberak, Eneko, Sunfill, Lantorn, ein Lombrero, habe ich selber auch noch nicht, ein Reverse-Köderball, wirf 3 Münzen, nimm pro Kopf ein Entwicklungs-Pokémon aus deinem Ablagestand. Naja. Und die verdeckte ist ein Ariados in Holo, nice. Ariados habe ich, aber nicht in Holo. So, Last Pack für diese Folge. Wir haben eine Blitzenergie. Wir haben Samurzel. Schluckpuck habe ich glaube auch noch nicht. Nochmal ein Samurzel, anderes Artwork, aber sehr süß. Misatsui. Tunnel. Onix. Mask Royal. Lege eine Basis-Energiekarte aus deiner Hand an eins deiner Pflanzenfeuer oder Wasserphase 2 Pokémon. Ah ja. Zubiris. Saganavis. Ein Reverse Choreogel. Und letzte verdeckte Karte. Eine Secret Rare Pokénef. Alter. Ich habe noch nie eine Secret Rare in Real Life gezogen, leider. Meine Partnerin schon. Schau die obersten 3 Karten deines Decks an. Du kannst ein Pokémon oder eine Energiekarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Lege die anderen Karten in beliebiger Reihenfolge zurück auf dein Deck.
Eine Secret Rare, nice. Ich glaube, auch hier habe ich noch nie eine Secret Rare gezogen. Aber egal. So, Freunde. Das war heute mal ein ganz einfaches Opening. Beim nächsten Mal zeige ich euch eine Neuheit. Ich habe nämlich ein neues Deck. Aber dafür ist heute keine Zeit mehr, denn ich muss auch irgendwann mal auf Arbeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage tschüss, bis dahin. Bleibt geschmeidig.